Ist aber geil. Okay, Ja. mein Intro ist, Niklas, wenn du aus allen Filmszenen, die jemals gedreht wurden, eine in eine Zeitkapsel schließen könntest für ältere Generationen, also nächste Generation, welche wäre das? Wie ein Film? Nee, nur eine Filmszene. Eine Film? Wie soll ich das denn jetzt so schnell Ja, beantworten? das ist dein Problem. Eine Genau, Szene. du hast nur eine Szene und du musst. Und was hängt von dieser Szene ab? Nichts. Du, was du der zukünftigen Generation teilen willst. Also, du willst denen was zeigen, was bei uns so krass geil war. Und dann, du kannst ja auch eine ganz persönliche Szene nehmen. Mann, ich werde hier von irgendwelchen Leuten invited. Block die. Geht nicht. Was war nochmal die Frage? Vergiss es. Also ein Film. Ich kenne einen Film. Eine Filmszene. Du kennst tausend Ja. Filme. Du kennst mehr Filme als ich, glaube ich, sogar inzwischen. Oder Serien. Du kennst mehr Serien als ich, das Ja, aber stimmt. weißt du, was das Problem bei mir ist? Du guckst sie kaputt, die Serien, sofort. Nee, ich gucke immer alles und ich kann ja auch immer viel daraus erzählen, aber irgendwie vergesse ich immer die meisten Sachen, also ganz viele Sachen daraus. Das kenne ich Verstehst du auch. das? Ja, ich weiß, was du meinst. So, die ganzen Namen und Genau. Bei ich mir. bin halt auch der, ich kann nie irgendwas aus Filmen oder Serien oder von irgendwas oder Gespräche auch, das kann ich nie wiedergeben, so wie es war. Genau, das Und kenne ich. es gibt ja ganz Ja. viele zum Beispiel, die können ganz viel zitieren einfach. Die haben so ein mega krasses Gedächtnis, Ja, so ein was Zitate-Gedächtnis kann ich auch gar nicht. Oder das, ich auch. bin da richtig, richtig schlecht drin. Ich bin auch Alles. mega schlecht mit Namen überhaupt. Also manchmal gucke ich eine Serie und ich liebe die Serie voll. Und dann überlege ich so mitten in der Staffel oder in der zweiten Staffel, wie die Leute heißen. Und ich weiß es nicht. Ja, das ist Also, bei mir das ist genauso. voll Auch komisch. wenn ich Bücher lese oder, also ich habe ein ganz, ganz schlechtes, also ich weiß nicht, ob man so eine Unterscheidung machen kann, aber für mich gibt es so zwei verschiedene Arten von Gedächtnis. Einmal dieses bürokratische Gedächtnis und irgendwie das, wie kann man das sagen, das intuitive Gedächtnis. Okay, erklär mal. Also das bürokratische Gedächtnis ist alles. Also ist quasi das Fotogedächtnis, so im Extremfall, ne? Kannst dir einfach alles merken, genau wie es ist. Ja. Und das intuitive Gedächtnis ist, oh, wie soll ich das denn erklären jetzt? Weiß ich nicht. Nächstes Thema. Okay, gut, dass ihr das Aber besprochen habt. weißt du nicht, was ich ungefähr so meine? Ja, also das Weiß das Intu jemand, der ich das glaube, guckt? das, was du mit intuitives Gedächtnis meinst, ist so das, was so wie so etwas etwa war, aber du baust es dir im Kopf so zusammen aus verschiedenen Bruchstücken, aber du weißt nicht so alles wie ein Ja, oder Foto oder so. wenn ich irgendwas mache oder irgendwas, irgendeine Aufgabe habe oder dann, und also wenn es dann wirklich, wenn ich das wieder hochhole durch irgendwas anderes, dann kommt es wieder. Also quasi diese Verbindung, diese Assoziation. Ja, ich habe mal gelesen, dass jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnern, was schon vergangen ist, dann überschreiben wir das neu. Weißt du, weil dann entwickelt unser Gehirn das nochmal nach und überschreibt dann das Alte. Also Also so. ich habe das bisher so verstanden, dass wir uns alles merken, also dass wir halt ein extrem krasses Gedächtnis haben und das eigentlich nicht richtig nutzen, weil es halt dann zu Reizüberflutungen und so weiter kommt, also dass man nicht mehr klarkommt. Ja. Wurde auch ganz viel geforscht, so was die Krankheit Autismus angeht, dass die eben Genau. Probleme haben zu filtern. Genau, diese Ne? Filter. Ja, aber ich meine ja was anderes. Und, ja, Ja. aber ich habe das so verstanden, oder mein jetziger Stand ist, dass das Gehirn sich alles merkt, prinzipiell. Also wirklich alles, jedes Detail. Echt? Okay. Nur, dass die Assoziation, also die Verbindung zwischen den Gedanken, dass die mal schwächer und mal stärker sind und mal verschwinden und mal nicht. Und dass die auch wieder hervorgeholt werden können oder neu verbunden werden können, diese Gedanken oder diese Bausteine im Gehirn, wenn man sich das irgendwie bildlich vorstellen möchte. Damit man sich eben auch wieder an was erinnert. Ja, das ist so, kann auch sein, dass ich völlig falsch liege, aber irgendwie habe ich das so behalten. Wie hat sich, okay, starte schon mal die Suche.
Wie hat sich eigentlich ein Gedächtnis entwickelt? Weil, guck mal, im Prinzip, die niedersten Lebensformen, die leben doch so im Jetzt. Also gerade, also die können einfach nur den Reiz aufnehmen, der gerade ist, und reagieren auf diesen Reiz, so direkt. Und irgendwann muss es doch so einen Fehler gegeben haben, dass ein Reiz, der reinkam, immer wieder geloopt wurde, weil das ist ja im Prinzip Erinnerung, oder? Oder dass dann irgendwann abgerufen werden konnte wieder, oder? Ist kompliziert, ich check das nicht. Ich check nicht, was du gerade gesagt hast. Okay, Das ist mir zu kompliziert. gut. Komm, lass StarCraft spielen. Let's go, StarCraft! Was hast du mich vorhin noch gefragt, bevor wir aufgenommen Die haben? Filmszene. Das war das Intro. Bevor wir aufgenommen haben. Bevor wir aufgenommen haben. Wie lange, was ich denke, wie lange wir leben? Ach so, stimmt, genau. Was meinst du, wie alt wir werden? Das kann man nicht so leicht voraussagen, ne? Nee, kann man nicht. Ich hab Kann ja halt. alles. Also, nehmen wir mal an, wir kommen nicht durch irgendeinen dummen Tod um, was Ja, halt sehr ja. wahrscheinlicher ist, gerade bei dir. Nein. Also gerade bei mir, also mir passieren vielleicht dumme Sachen, aber ich sterbe davon ja nicht. Das heißt, vielleicht bin ich ja ein mega Glückspilz, wobei ich nicht Okay, glaube. also lies mir mal Ja, diese okay. geringen Prozentzahlen aus von irgendwelchen dummen Toten oder Ja. halt nicht nur dumme, sondern Unfälle oder irgendwelche, Also nur keine natürlicher Ahnung. Tod. Wir gehen nur auf. Genau. Ja, nur natürlicher Nehmen wir Tod. mal an, wir leben erstmal so ganz normal. Wir spielen übrigens gegen Ja, Terraner. das weiß ich. Dann könnte ich theoretisch alt werden, weil meine Großeltern, die sind alle ziemlich alt geworden. Ja, wir werden aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, älter Vorfallen. als unsere Großeltern und unsere Eltern, weil die medizinische Versorgung und alles ist ja viel besser. Weißt du? Also, ich habe mal gelesen, der erste 1000-jährige Mensch, also der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, der ist schon geboren. Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, Aber ich aber weiß nicht, ob das stimmt. Also, es ist ja auch nur eine das Vermutung. ist halt nicht so wirklich vorstellbar, ne? Dass Ja. man auf einmal so einen großen Sprung macht. Ich meine, die Wissenschaft, die kann sich ja ziemlich krass immer so, also wenn es halt irgendwo eine richtig krasse Errungenschaft gibt, dann wirkt sich das direkt auf Ja, alle anderen Bereiche aus. Also das da kann schon, stimmt. es kann schon sein, dass es wieder so eine neue Weiterentwicklung gibt oder so Meilenstein und auf einmal ganz viele neue Dinge dadurch entstehen und auf einmal alles innerhalb von 100 Jahren sich so verändert, wie man es halt vorher noch nie gesehen hat. Ich meine, wenn Ja. man alleine die letzten 100 Jahre anguckt der Menschheit, dann hat sich das ja quasi schon so entwickelt, ne? Alles, was irgendwie Jahrtausende lang war, also sich so langsam fortentwickelt hat, ist auf einmal komplett in einen Haufen geworfen worden und auf einmal haben wir ein Internet und sitzen hier und spielen Computerspiele und unterhalten uns übers Internet. Ja, das stimmt. Aber wenn ich meine Prognose abgeben würde, dann, das kann ich nicht. So, weiß ich. Hier kommt ein Reaper übrigens. Ja, erst ein paar Linge hast du. Screen kommt gleich raus. Wo ist denn die andere Queen? Die ist unten. Eine ist unten, eine ist oben. Noch ein Ganz Reaper? normal. Bau mal ein paar Länge. Ja. Sind schon draußen. Okay, ein Reaper getötet. Nice, ja, jetzt brauche ich keine Länge mehr, das reicht jetzt. Mit Die zwei Längen, wie Queen. soll ich das denn verteidigen? Ja, ein Reaper, du hast zwei Queens. Wir wollen das gar nicht verteidigen, wir wollen einfach nur drohen. Ja, okay, dann mach, was du willst. Du bist Okay. der Profi hier. Achso, ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ich habe die Kommentare unter der letzten Folge geguckt, da war ich wieder so Ja, bist salty wieder ein teilweise. mieses. Oh, drei Dings, sie sterben. Wir brauchen keine Dinge. Ja, zieh alles runter, wir haben dann Speed. Ja, bau mal Zerklinge. Ja, ich drück drauf, Die sind aber wir haben auch. hier all in mit zwei Barracks vor unserer Base wahrscheinlich. Ne, die haben auch eine Expansion. Die bauen jetzt erst eine Expansion. Komm, gib Gas. Ja, Länge kommen. Wir basten die, oder? Keine Ahnung. Du 1000 Länge entscheidest. und. Ich bin nur Okay. das. Ich bin nur der. Der du musst aber auch. Du musst StarCraft lernen. Du bist der Penis, ich bin das Alter, Gehirn. Alter. Komm erstmal Zerklinge. Ja, noch mehr. Alle immer nur Zeit kaufen, Zeit kaufen, Zeit kaufen. Nicht kämpfen, nicht Ja. kämpfen. Wo ist Speed? Ja, dauert noch ein bisschen. Noch 10 Sekunden. Warte, noch nicht kämpfen mit Ja, Speed, dann mach ich ja nicht, warte. mach ich ja nicht, mach ich ja nicht. Overlords. Fuck. So, jetzt müsste ich eigentlich fallen. Warte, chill, 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 chill. Ich Haben eine könnte die bessere Eco jetzt. als die. Chill. Aber ich könnte die jetzt doch holen. Nein, warte, chill. Wir zerstören die erst, wenn wir richtig viel haben, dann für die richtig. Okay. So, jetzt kommt Jetzt. der nächste schon Jetzt, Linge. Oh jetzt, 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 Gott. jetzt, jetzt. Du schaffst die doch nicht. Dann bitte wieder zurück. Warte, bis wir richtig viel haben.
Kommt gleich nochmal ein dicker Schwunglinge. Ich sehe hier nur einen Overlord, der kommt. Und ich sterbe jetzt irgendwie. Weil ich nicht fighten durfte. Okay, warte, warte. Geh gesammelt drauf. Okay, jetzt. Von mir aus kannst du jetzt fighten. Jetzt kannst du fighten. Los. Oh, ich weiß nicht, ob das was wird. Normal. Los, 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 los. Run, run, run! Easy. Die können sich da durchsprengen, wie sie wollen. Den komischen Tricks. Du hast noch mehr Linge, die ich nach vorne geschickt. Ja. Und während du das machst, nehme ich hier die Gold. Ich schicke noch mehr Linge nach vorne. Und wir haben Banning Nest, wenn du dann reinbasten willst oder so. Das ist dann deine Entscheidung. Nee, lass Eco spielen. Okay. Dem schon alles voll und es bevor schon Stim hier vorne. Wobei ich könnte die, die haben ihre Dings nach außen gebaut. Stim-Ding? Spreng das weg, damit ja. Die kein Stim bekommen. Und dann sammeln wir mal Gas. Ich habe nur 3 Banninge. Oh, das haben wir rausgezogen. Krass. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, wahrscheinlich als wir verteidigt haben, hast du es rausgezogen. Ja, dann breche ich die lieber wieder ab. Das macht keinen Sinn. Okay. Oh, Drohnen. Die sammeln auch Gas aus 3 Gasieren mindestens. Was wollte ich sagen? Ja, ich bin halt manchmal habe ich Sword Days. So. Ist halt so. Tut mir leid. Hast du den Aber Kommentar ich finde es sehr löblich, dass unsere Community bereits so geschult ist, was das Main-Setting angeht, dass die selbst mich ermahnen, wenn das mal nicht gut ist, mein Main-Setting. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Du bist ja der Choleriker vom Herrn, ey. Okay, jetzt lehne ich mal nicht so weit aus dem Fenster. Im Gegensatz zu mir bist du echt schon krass emotional, ne? Ja, ich bin halt eine sehr extreme Persönlichkeit. Okay, ich komme ja. Push. Ich hoffe, du hast irgendwas. Ich habe jetzt gedroht, so wie es der Plan war. Du musst jetzt Zeit kaufen. Buy them time. Oh, Alter, zurück. Ich versuch's. Ich pump nur Linge. Alter. Warte. Ja, jetzt. Ich muss da irgendwas machen. Ja, du schickst einfach die ganze Linge rein. Mach ich gar nicht. Jetzt lass mich frei. Alter, halt die Schnauze und bau. Ich baue die ganze Zeit nur. Das war nicht gut. Das kann ich nicht clearen. Okay, Gold ist weg. Da kommen mehr Linge. Ja. Sind nach oben gedroppt, ne? Ja. Für eine Scheißkacke. Oh, fuck. Es fällt mir gerade was ein. Ich hab die Kamera nicht umgeschaltet, weil wir uns unterhalten haben. Ich versuche mich nicht über dich aufzuregen. Oh, Liberator. Ja, GG. Nee, nicht oben, unten. Naja, nicht unten, oben. Ach, da ist noch einer. Fuck. Ja, komm. Ja, vergiss es, alter Schwede. Puh. Das ist aber echt so Terran, fuck, ey. Reaper, shit, Gedöns mit fuck, kack. Ja, komm, war Warm-up. Ja. Provozier mich nicht! Von mir aus. Warum? Von mir aus können wir die ganze Folge wegschmeißen, ey. Was falsche Sicht. Verloren. Wir schmeißen hier gar nichts weg. Mann. Ich will aber Sachen wegschmeißen. Jetzt konzentrier dich mal. Was ist denn hier los? Ja? Ich war nicht konzentriert. 2016. Ja, stimmt. Da müssen wir jetzt auch mal Master kommen. Ja, Master müssen wir auf jeden Fall kommen. Ja, Master ist auf jeden Fall. Master auf jeden Fall. Okay, ich beruhige mich jetzt. Okay, do it. Tut mir sehr leid, alles. Entschuldigung. Hab ich dich beleidigt? Gerade eben?
Ja. Ich hörte es schon gar nicht mehr, weil das weiß Habe ich ich nicht. geflucht? Bestimmt. Ich wollte das nicht. Ich möchte nur, wenn wir Gewinnen. zusammen spielen. Nein, nein, nein. Ich mache nur Micro. Ja? Du entscheidest. Okay. Wir spielen so, als wenn ich mit Leon oder du mit Leon auch zusammen Du spielst. bist mein Spielt ihr da? Verlängerung. Hä? Spielt ihr da? Ich weiß nicht, wie du mit Leon spielst. Aber wenn ich mit Leon spiele, dann reden wir eigentlich gar nicht miteinander. Außer irgendwie so. Ich rede mit Leon schon. Also Also. wir immer nur was scouten oder so, das reicht eigentlich immer schon. Genau, ja, also Leon sagt auch immer so, ja, was er scoutet, und er sagt mir halt so, ja, wir brauchen jetzt Einheiten und sowas. Sowas Ja, halt. okay, das kann ich dir natürlich, das, ne, aber Das musst du ja sagen, weil du sollst, ja, ich aber sehe ich ja vorne möchte, nichts, ne? ich hab mir die letzte Folge auch wieder angeguckt beim Schneiden und ich habe da auch wieder so zu viel bestimmt einfach und das bringt dich dann auch immer aus dem Konzept. Wenn du und du sollst deine eigenen Sachen machen quasi, ne? Ja, also ich brauche ja die Informationen, um Ja, Entscheidungen so zu klar, treffen. die gebe ich dir, aber ich Ja, meine auch okay. genau, ich habe immer genau gesagt, wieder, was du machen Okay, sollst, erste genau, was Information, was haben wir für du Gegner? Terraner. Wir müssen unseren Arcan. Genau, wir müssen im Prinzip eine Person werden. Wir müssen komplett schmelzen. Bitte nicht, ey. Benefits. Nein, nicht sexuell schmelzen, sondern so. Ey, auch, dann kommt. Ne, okay, ja, okay, müssen wir. Gedanklich. Wir müssen. So, ne? Was habe ich gesagt gegen Terraner schon wieder? Können sein, dass die gleichen sind, ich weiß nicht. Oh, dann kratze ich. Aber guck mal, können wir auf der Map nicht sogar die Golds erst nehmen? Ja, das habe ich schon ein paar Mal versucht. Und dann habe ich gelesen, das ist halt risky gerade gegen Terran. Ja, stimmt, gegen Terraner, wie gerade so ein Double Reaper Opening. Ja, ist halt nicht so easy zu halten. Okay, ich bin einfach nur die Ausführende, ich bin die Exekutive, Genau. ja? Was heißt mir eigentlich, wenn die jetzt nicht wieder so Druck spielen, hätte würde ich gerne mal nach dem Speed, nach dem Banding, nee, nach dem Zergling Speed, würde ich gerne mal Burrow als nächstes direkt erforschen, bevor wir auf Leer gehen. Und dann burrowst du mal einen Ling überall, damit die nicht die Echsen so schnell nehmen können. Weil das nervt halt krass. Und es kostet uns nicht so viel. Und mit Burrow kann man halt noch viel Schabernack dann treiben. Okay, du bist der Chef. Ich ernenne dich für diese Partie zum Chef von Bondra. Nee, ich will nicht Chef von Bondra sein, ich will einfach nur spielen jetzt. Chef vom Zergspiel hier. Okay, das ist okay. Okay. Erstes Paar Länge kommt. Trinke übrigens Tee. Queens Ich trinke keinen kommen. Kaffee mehr. Das ist gut. Sehr Ich war gut. ja richtig scheiße lange krank in den Ferien. Also Echt? ja, 2 Wochen. Krankheit ist immer so. Es fängt an und man denkt, man stirbt. Dann ist irgendwann so, wird besser und dann freut man sich, dass man einfach rumliegen kann und nichts machen darf. Und dann ist es vorbei und dann hat man einfach alles wieder vergessen. So wie der Zustand war, dass man gedacht hat, man stirbt jetzt Ja. und wird nie wieder gesund und so. Und dann ist wieder alles gut. Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr, wie es ist, krank zu sein. War halt schon seit. Kommt ein Reaper. Also richtig krank war ich, glaube ich, echt seit 8 Jahren nicht mehr oder so. Was, echt nicht? Nee, ich werde, Okay, also ich ich war habe selten krank. beide Länge sind schon tot. Ja, aber die Queens sind draußen. Kurz mal injecten. Ich hätte gern trotzdem irgendwie. Creep Queen. Was? Hättest du gern Linge? Dann sag das. Du kannst welche bekommen. Ja, ich würde da gerne mal scouten, dass wir nicht gleich, dass da wieder 8 Reaper stehen. Könnte sein, dass das auch diese. Da kommen noch mehr Reaper. Okay, Dass einer ich baue runtergesprungen jetzt war, ne? Linge. Ich baue gerade Linge. Und habe noch eine dritte Queen gebaut unten. 2 Reaper sind Sollte. hier, dritter ist unterwegs. Shit. Könnte Reaktor Barrack sein. Soll ich mal auf Roaches gehen? Nee, ne? Nee, das bringt da jetzt nichts mehr. Da ist der dritte Reaper. Okay, Linge sind da. Ja. Schön aufheben, bis wir genug haben. Besser gar keinen verlieren. Ich verliere die Queen. Ja, wir haben ja, ich habe einen Ersatz gebaut. Das ist wieder ein gleiches Opening. Ja, warte, meine Queen und. Ja, die brauchst du wahrscheinlich, ne? So, ich baue jetzt ein Banning Nest. Aber komm, wo bleiben denn die Overlords? Ich hab doch 2 Stück über, da kommen sie doch. Okay, warte noch, jetzt kommt ein dicker Schwung Linge. Wenn du die dann hast, ich würde gerne mal wieder injecten hier oben. Wenn du die Queens hast, dann. Sind die jetzt oben? Ja. Okay. Boah, sind das viele.
Jawohl, sauber. Schön, 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 schön gemacht. Wollen wir basten? Ja, ich will basten. Die haben alles verloren, komm. Das ist genau das gleiche wie gerade. Die werden wieder... Ich weiß, aber diesmal haben wir Gas. Okay. Wir haben viele Linge und wir haben Gas. Wir haben 42 Linge und Gas. Geh okay, davor, okay, okay, alles okay. Zu Banelingen und rein da in die Hütte. Wir nehmen, du musst unten mit den Dings nicht mehr verteidigen. Wir haben ja noch die beiden Queens. Ja, das sind aber zu viele vorne. Okay. Jawohl. Schön rein da. Okay. Okay, das reicht aber nicht. Ich mach nicht wirklich Schaden. Ich weiß nicht, was hinten passiert ist. Sind Reaper okay, gestorben? Weiß ich nicht. Vielleicht zieht er die zurück oder so. Jetzt sind wir quasi all in, oder? Nee. Ja, die sind eine One-Base. Nee, die sind zwei Base. Die meinen nicht an der zweiten. Guck mal, der Overlord. Ich nehme jetzt die dritte. Geh auf leer. Alles cool. Versuch nur nicht zu verlieren. Committe dich nicht zu hart. Ist da ein Dropship? Nee. Also soll ich jetzt nicht basten? Nicht wenn es unbedingt sein. Obwohl. Doch, da baste mal da rein. Baste mal da rein. Also okay. Versuch mal die Dings zu catchen. Jetzt sind die Reaper da. Die kann ich nicht catchen. Ah, okay. Und bleib einfach dran. Die verlieren immer mehr. Ja, alles ich gut. Verliere aber auch die Dinger. Und diesmal hast du ein bisschen die Mine jetzt an der zweiten. Ja, und wir haben gleich unsere dritte durch. Alles cool. Oh, hab jetzt nur noch, haben noch zwei Reaper. Mhm. So. Ja, nee. Das nehmen wir und das. Und gleich Banding Upgrade. Hier kommen Marines mit Stim. Oh, Linge, Linge, okay. Linge. Kann sein, dass wir schon tot sind. Wie viele sind das? Morph von Banding. Ja, ja, ich muss da hinten morphen. Kommt jetzt halt ein Push. Ja. Das stimmt. Oder? War das so ein Fake? Egal, ich pump trotzdem. Link Upgrade, Gas unten ist nicht genommen. Ja, oder? Ich meine, Banding Upgrade natürlich. Ja, Banding Upgrade kommt. Hier kommt der Push mit Widow Mines. Machen Overseer bitte. Ja. Morph vorne an der Rampe. Achtung, die Buron. Ja, ja. Was sagt das Ling-Upgrade? Die brauchen noch 20 Sekunden. Also 1-1. Und Banning-Upgrade braucht noch 30 oder so. Ich meine das Banning-Upgrade. Das braucht noch. Wie lange? Warte. Ich brauche das jetzt. Hinaus. Geh auf Creep. Ach, geh drauf. Das schaffst du, glaube ich. Wenn du von allen Seiten kommst. Lass mich bitte Micron. Okay, ich mach gar nichts. Ich hab nichts gedrückt. Das ist ein Medivac, so. Was sagt das Banding Upgrade? Immer noch 20 Sekunden vielleicht oder so. Oder 10, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Ich sehe es nicht. Okay, 1-1 ist durch jetzt bei uns. Die droppen in die Main. Ja. Gott, das ist aufregend. Ach, du Scheiße. Wir haben zu viele Ressourcen gerade. Ja, aber wenn wir Gold sind, aber wir haben hier... Okay, kommt der nächste Push.
Okay. Also solange die Gold nicht haben und wir... Nimm die nächste Gold. Ich weiß nicht, ob die Gold haben. Ich gehe davon aus, dass die haben. Ach so. Da rechts kommen Dings. Double Drop. Ist noch der immer der Alte. Wir haben keinen Overseer mehr. Oh, das habe ich nicht gesehen. Mach auch noch einen. Droppen bei uns hier, warte. Hab ich da nicht Schlinge hingestellt? Oh, weiß ich nicht. Aber die beiden Medivacs fallen. Ne, eins ist aber kaputt, die haben nichts mehr da unten. Haben wir einen Overseer irgendwo? Ja, ich habe einen gemorpht. Weiß nicht, wo der steht. Ich habe den an der Dings, an der dritten gemorpht. Kommt noch was anderes aus der Linge? Was? Was heißt? Scout mal bitte mit einem Ling, ob die Gold haben. Ja. Wir müssen dabei hier so gut mal zu klären. Die haben die Gold. Da kommt der nächste Push. Ich fighte jetzt direkt. Okay, fighte direkt, ja. Bin in der Gold. Mhm. Okay. Das war nicht so gut von mir. Oh, die haben schon die vierte Basis jetzt. Da ist hinten ganz viele Linge stehen. Vergraben. Die haben die vierte, ne? Ja, wir haben auch eine vierte Gold. Das ist nicht gut. Schlecht getradet. So, wir haben leer durch. Ich hole das Crackling Upgrade und gehe auf Ultras. Oh shit, oh shit. Was? Mach weiter. Mach weiter. Alle Zerklinge verloren. Die nehmen gerade die fünfte. Haben wir irgendwo noch Zerklinge? Ja, überall so ein paar, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die stehen. Okay, das ist zu wenig. Nur eine andere Basis, die verlieren wir. Ja, ich habe schon unten eine genommen. Nicht genug Ressourcen. Ja, ich kann nicht auf Ultras, ich kann keine Ultras bauen. Okay, dann ist jetzt. Kann ich nicht mehr halten. Ich kann auch keine Bane gemorphen, gerade weil wir keine Meraien haben. Ja, das
Sorry, kann ich gerade nichts machen. Die haben uns halt rausgenommen. Ich meine jetzt schon unten an der anderen. Ich habe noch ein Overs hier. Ja, ist vorbei. Ja, das war's. Das waren die gleichen nochmal, oder? Ja, glaub schon. Aber oh, die haben eigentlich nicht so gut gemacht, oder am Anfang, die das letzte Jahr. Ja, wir müssten mal. Können wir ins Replay gucken oder so? Wenn wir noch was, Zeit was, haben. Ich verstehe gerade nicht, was wir spielen. Also hattest du einen Plan oder? Ja, auf also ganz normal Linge mit Upgrades und dann auf Ultras irgendwann kommen. Aber der hat mal die ganze Zeit Druck gemacht, sodass wir. Also eigentlich gucken wir mal auf die Eco. Okay, Army Value haben zusammen. Nee, es waren sogar andere. Wir haben im ersten Game gegen andere gespielt. Weil die waren eigentlich nicht ganz so gut wie die davor. Trotzdem hat es halt gereicht. Ja, der hat mal konstant Druck gemacht, sodass wir nie irgendwie. Ja, wie viele Drohnen hatten wir denn? Workers Active. Ja, da waren wir am Anfang vorne und irgendwann sind wir auf dem Level geblieben, was gleicher, weil die die ganze Zeit Druck gemacht haben. Und dann haben die uns abgehängt. Ja, ich weiß selber nicht, was ich da anders hätte machen sollen. Ja, also, wir hatten. Ich hätte natürlich noch besser fighten können. Ja, aber. Amy war schon wieder problematisch am Anfang. Ja, also. Die Reaper. Den Push, den ich denn gespielt habe, der war wieder nichts Halbes und nichts Ganzes, weil ich habe den Bane gemorpht und du hast aber gedroht gleichzeitig. Ja. Also dann müssen wir entweder ganz durchdrücken oder gar nicht angreifen. Ja. Ja, stimmt. Und das haben wir sogar zweimal gemacht. Erst bin ich ja reingekommen, habe aber nicht wirklich Schaden gemacht, außer halt an den Gebäuden und den Bunker habe ich hochgejagt und das eine Depot mit Supply Drop. Und dann haben wir sogar nochmal so einen halben Push gespielt, also eigentlich zweimal. Ich glaube, vom Opening her war das gar nicht so schlecht. Ja, also wir haben die Reaper haben wir abgehalten, ohne viel Verluste hinzunehmen. Ja. Was ist eigentlich mit Mutas? Ich würde eigentlich gerne mehr mit Mutas spielen. Das Mutas gehen halt nur, wenn die halt nicht so viel Druck machen, weil sonst sterben wir einfach. Wenn wir auf ja, wir haben ja das Problem, also wir haben uns das Problem ja selbst gemacht durch das Opening. Ich würde lieber einfach. Fast Mutas oder was? Ja, oder halt. Nur verteidigen, aber trotzdem immer ein paar Linge haben auf der Map und dann aber schnell auf Mutas kommen, um eben auch dieses ganze Dropplay und so weiter zu unterbinden. Mhm. Okay, dann das heißt, wir sparen uns diesen Angriff am Anfang. Ja, dafür auf jeden Fall. Aber wir bauen trotzdem ein paar Zerklinge. Ja, ja, klar, ein paar Zerklinge, aber nur eher defensiv, um defensiv zu stehen. Das Gas sparen wir uns, wir morphen nur Banelinge, wenn die angreifen. Und sonst gehen wir auch schnell auf Mutas und versuchen erstmal defensiv und dann mit den Mutas halt die ganze Zeit die in der Base zu halten, expandieren und dann halt, dass wir eine Base dann halt auf Ultralisten. Ja, okay, ja, gut. Also, ich würde halt auch nicht direkt Double Evo spielen. Ich weiß ja nicht, ich bin ja auch kein Zerg. Also, gegen Terran braucht man halt die Upgrades, ne? Weil ja, aber ich würde mir erstmal nur das Attack-Upgrade holen und halt auch schnelles Baning-Speed und zuerst auf Mutas. Und dann. Ich weiß, ich bin mir noch nicht so sicher. Okay. Ich sag mal gerade, was ich denke. Ja. Na gut, wir können es ja mal ausprobieren. Aber wir brauchen eben sowas im Gameplan, weil gerade da habe ich die ganze Zeit nur Zergling und Bane bekommen und habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was. Ja, mein Plan war, auf Tier 3 mit Ultras zu kommen, um die dann irgendwann zu brechen. Und wir waren ja auf Tier 3 und hatten auch Upgrades. Und ich hatte ja schon, also ich hatte das Crackling-Upgrade. Ja, aber auf Ultras kannst du eigentlich nur gehen, wenn du gerade mindestens gleich auf bist, sowas. Ja, aber wenn die uns die vierte nicht rausgenommen hätten, hätten wir ja zwei Goldbasen gehabt und die fünfte, die Main war ja Outmined und die Natural auch. Und das hätte gereicht für Ultras, zwei Goldbasen und noch eine volle. Ja. Okay. Also, gegen Terraner. Krass. Gut, ja, wir schauen einfach mal. Wir probieren es aber im nächsten Game. Ach, ich würde ja voll gerne das mal ausprobieren mit dem Burrow, dass sie einfach nicht expandieren können, weißt du, wenn wir überall. Hast du ja nicht erforscht. Ja, weil die ganze Zeit halt Druck war und. Ja, aber es kostet ja nicht so viel, ne? Ja, es kostet 100, glaube ich. Also, das ist einfach erforschen. Ja. Ja, ja, okay. Krass, aber die haben uns echt überhaupt keine Ruhe gelassen, die. Ja, aber wie gesagt, wir haben uns das Problem am Anfang selbst gebaut. Ja. View Profile, was waren die denn im 1v1? Keine Ahnung. Da waren die nur Gold? Waren die so scheiße und wir haben verloren? Keine Ahnung. Also die waren schon okay, gerade im Micro, aber ich habe halt auch immer gesehen, vom Makro her, die ersten Male, wo ich reingelaufen bin, da war das Command Center schon fast voll mit Energie. Also der Makro war nicht so toll. Die davor waren deutlich besser. Ja.
Gut, aber dieses Mars Reaper, ist es jetzt in oder was? Ich habe das jetzt. Das Opening anscheinend, weiß ich nicht, scheint so. Ja, Ja. müssen wir uns auf jeden Fall darauf einstellen. Ja, ekelhaft. Gut. Na gut, das war's mit Medal of Honor in der ersten Episode von 2016. Frohes neues Jahr übrigens. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Wieder schon reingehauen. Letzte Worte gebühren wie immer. Matteo. Ja, und die letzten Worte kommen wieder von Twitter von Johannes E., falls ihn vielleicht noch jemand kennt, @iconized. Und er schreibt, Mental stinkt. Nice. Tschüss.